Hallo. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind im Sumpf. Oh nee. Oh, können wir das nochmal machen? Ich will nicht in den Sumpf. Der Sumpf ist dicht meine Lieblingsmap. Ich bin hier, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwei oder dreimal erst rausgekommen, was DBD betrifft. Oh, es ist so furchtbar. Naja, eigentlich wollte ich auch gerade nicht mit Klödi spielen, sondern mit Dwight oder Mac oder so, aber ich habe festgestellt, ich habe noch vom Perk Roulette, was wir im Stream mal gespielt haben, die ganzen Perks drinne. Das heißt, ich habe meine Perks alle nicht eingestellt gehabt und konnte das jetzt auf die Schnelle so auch nicht einstellen. Deswegen spielen wir jetzt einfach nochmal Klödi und ich versuche in der nächsten Runde dann mal dran zu denken, meine Perks einzustellen. Wen haben wir denn? Oh, hi, moin. Dash the Mac. So. Ich kann. Ist das die Hack? War das gerade die Sumpfhexe? Das wäre echt kacke, die Sumpfhexe auf ihrer Map ist. Gucken wir mal. Ich versuche jetzt mit Mac erstmal den Jen hier schnell durchzuziehen. Nee, das ist nicht die Hack. Was ist denn das? Mac geht retten. Ist das Legion? Ich glaube, es könnte auch Legion sein. Ja. Ah, Ghostface. Na, klasse. Jetzt renn doch nicht verletzt hier zum Haken. Ist sie doof? Ist das jetzt ihr Ernst? Sie farmt? Na, wenigstens hat der keinen. Was ist? Was ist denn das schon wieder jetzt hier für eine Runde? Okay, das wird eine Dulli-Runde. Ich gehe mal Jens machen. Ich lasse die mal machen. Ich mach mal Jens. Ich gucke mal, ob ich die Aufnahme nehmen kann, weil wird echt eine Kackrunde, denke ich mal. Naja, ihr kennt es ja, ne? Ja, so ist das. Ich habe gerade auch noch mal versucht, an den Einstellungen für mein Fenster irgendwie was zu machen. Weil ich habe ja das Problem, dass bei mir ein Stück Rand abgeschnitten ist. Das seht ihr ja rechts, ne? Da fehlt ja ein Stück vom Bild und links fehlt halt auch ein Stück. Das ist halt, weil ich das Spiel ja im Fenstermodus spiele und es ja nicht auf Vollbild spielen kann wegen meinem Monitor. Dadurch habe ich aber allerdings das Problem, dass halt, ja, das Fenster nicht 16 zu 9 ist und dadurch habe ich entweder oben und unten einen schwarzen Rand oder ich habe halt links und rechts ein Stück abgeschnitten. Und ich empfand das links und rechts ein Stück abgeschnitten nicht so schlimm wie ein Rand. Also, ja. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Ich habe auch gerade gesagt, nochmal versucht, da irgendwie was dran rumzubasteln. Oh, er hat das. Gedönen Sie mit. Er swiped da rum. Er ist da oben. Okay, er geht. Ja, deswegen dachte ich mir, wir leben lieber damit, dass links und rechts ein Stückchen fehlt, wie mit einem schwarzen Balken oben und unten. Wie gesagt, ich habe gerade nochmal versucht, die Fenstereinstellungen irgendwie umzustellen, aber es geht halt nicht. Ich krieg dieses Fenster, ich kann bei dem Fenster keine Größe skalieren, das ist ein bisschen kacke. Deswegen müssen wir jetzt halt damit leben. Hey, wieso blockiert der Jen jetzt nicht? Eigentlich müsste der jetzt blockieren.
Kämpft der jetzt da rum, oder was macht er? Warum winkt sie? Ach, da. Okay. Ja gut, die Dings hat sie geholt. Dann gehe ich wieder zurück. Ja. Ach, DBD, so ein schönes Spiel. Macht echt Spaß. Nein, Spaß beiseite. Es ist ja wirklich ein schönes Spiel und es macht ja wirklich Spaß. Es ist jetzt nicht für umsonst schon im 5. Jahr. Aber es ist halt, ne, wenn du halt so Mates hast, oh, schwierig. Problem ist, glaube ich, wenn ich den Gen jetzt mache, dass wir uns regen. Ich glaube, die Runde ist sowieso gelaufen. Ich mache den jetzt einfach. Den ziehe ich durch. So. Ist der Keller hier? Ja, der Keller ist nicht hier. Ich glaube mal nicht, dass er jetzt Barbecue hat. Naja, er tunnelt halt auch, ne? Hallo, der ist da. Ob du mal bitte weggehst? Mac, 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 lauf, komm. Auch wenn ich vielleicht jetzt weggekämmt werde. Mac, lauf! Okay. Wir bleiben halt einfach mal mitten im Gang stehen. Na gut, die andere hatten abgenommen. Ja, moin. So. So, die Gents sind halt alle drei da hinten. Ist halt ein bisschen kacke, aber... Machen wir das Totem weg. Ich komme hier nicht durch. Das ist ja spannend. Die ist tot. Die andere rennt da auch rum. Was macht die da?
Gute hier an dem Gen ist, er kann mich von hinten rein theoretisch nicht stalken. Muss er links oder rechts? Ach, Kacke. Ja, jetzt kriegt er mich. Ich hoffe, Mac macht irgendwas und er sagt, ah, das war ein Fehler. Das war doof. Ah, verdammt. Ja. Warum macht sie denn nichts? Sie hätte in der Zeit den Gen fertig machen können. Hat sie die Luke? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch nicht gehangen. Mann. Naja, ist jetzt halt immer auf dem Hügel. Jetzt müsste sie sich beeilen. Thanks, Mac. Oh, das ärgert mich, der Gen, der war echt relativ weit. Das ärgert mich jetzt wirklich. Das war doof. Ach, da ist der Vogel doch schon wieder. Ah, warum? Ey, ich verkacke sonst nie einen Skillcheck beim Heilen. Nie. Nie. Hätte halt Flink echt gut gebrauchen können jetzt, aber. Hui. Sehr. Oh no. Okay, die ist tot. Luke oder nicht Luke, das ist jetzt die Frage, ne? Auf der Map die Luke zu finden, ist schwierig. Ich weiß jetzt nicht, warte ich jetzt, ob er sie zumacht? Weil das Problem ist, in dem Moment, wo ich jetzt losgehe und sie suche und er findet sie vor mir, bin ich vom Ausgang weg.
Oder warte ich einfach kurz, ob er sie zumacht und bleib hier am Ausgang stehen? Ah, ich weiß es nicht. Was mache ich? Die Frage ist, wo ist er jetzt? Da ist er. So, jetzt die Frage, kommt er jetzt wieder her oder nicht? Ist hier. Alles oder nichts. Eh keine Wahl. Ich habe ihn nicht. Ja, yeah, dann klatsch mich doch um. Na komm, hau mich um. Naja, ist gut, ich gehe raus. Er hat mich rausgelassen. Ach, wie nett. Manchmal sind Killer vielleicht doch ein bisschen netter als gedacht. ja, okay, wir sind entkommen. Aber halt auch nur, weil der Killer uns rausgelassen hat. Das muss man dazu sagen. Aber hey, wir sind rausgekommen. So, warte. Uff, all I wanted was two more exposed. Oh, ja, das ist halt doof. Aber konnte er mich nicht exposen im Ausgang? Hätte er doch machen können. Ich verstehe es manchmal nicht. Naja, oh, ich habe schon wieder den Bug, dass sie alle keine Haare haben. Sehr schön. ja, das war die Folge DBD für heute. Es war irgendwie eine merkwürdige Folge. Der Anfang war sehr, sehr komisch mit den Klödetz. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Aber dann, zum Ende war es ja eigentlich ganz okay. Es war okay. Wollen wir nichts sagen. Es war okay. So, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.